sind fort, stellte Hermine das Offensichtliche fest und machte sich auf eine spöttische Antwort gefasst. Aber Severus sagte nur, ja. Nur dieses kleine Wort, und doch hörte Hermine deutlich die Veränderung. Etwas Fremdes, völlig Unbekanntes lag in seiner Stimme. Sie musterte ihn aufmerksam, und plötzlich wusste sie es und atmete hörbar auf. »Du hast auch Angst«, flüsterte sie, und ihre Erleichterung war unverkennbar. Severus stritt es nicht ab. Tatsächlich fürchtete er sich mehr als jemals zuvor in seinem Leben. So alt war er schon und doch völlig unerfahren. Er hatte keine Ahnung, was sie von ihm erwartete, was er tun durfte und was nicht. Zum allerersten Mal bereute er es, niemals eins der Bordelle besucht zu haben, in denen die anderen Todesser Stammgäste waren. Lucius hatte es nicht verstanden, hatte ihn immer wieder bedrängt. »Na komm schon, mit etwas Magie erfüllen dir die Nutten auch die abartigsten Gelüste.« Aber er hatte keine, wie auch immer, gearteten Wünsche. Er verspürte überhaupt nichts beim Gedanken an eine nackte, willige Frau. Es interessierte ihn nicht. Doch Lucius' Unterstellungen festigten seinen unheimlichen Ruf in den Kreisen der Todesser. Sie fürchteten ihn, weil es ihnen unmöglich war, ihn zu durchschauen. Was wäre wohl mit ihm geschehen, hätten sie geahnt, dass er sich sogar davor ekelte, sich selbst zu berühren. Lust und Begehren waren ihm vollkommen fremd. Noch nie hatte er auch nur annähernd etwas Vergleichbares empfunden wie vorhin in der heulenden Hütte, als Hermines suchende Finger durch den Stoff seiner Hose sanft sein Glied berührten. Allein der Gedanke daran ließ sein Herz schneller schlagen. In diesen Sekunden war keine Zeit gewesen für Zweifel und Angst. Aber jetzt fürchtete er nichts mehr als den Ausdruck in Hermines Augen, wenn sie begriff, was doch eigentlich unvorstellbar war. So viel unerfahrener war er als sie. Rons jugendliche Gestalt tauchte vor seinem geistigen Auge auf, und Viktor Krumms muskulöser Körper. Was würde sie denken, wenn sie seinen hageren, bleichen Leib sah? Tausend Gedanken peinigten ihn in den wenigen Sekunden, bevor Hermine den Kopf senkte und leise flüsterte. »Ich hab das noch nie gemacht, Severus. Bitte, lach nicht über mich.« Er schloss für einen Moment die Augen, stärkte sich innerlich, wie er es schon so oft zuvor getan hatte, in dem Bewusstsein, dass er, was auch immer geschah, irgendwie würde ertragen müssen, und sagte dann ruhig, »Nicht ich bin es, der Grund haben wird zu lachen, Hermine.« Er wich ihren Blick nicht aus. Sie sah verwirrt zu ihm auf, aber plötzlich weiteten sich ihre Augen ungläubig. »Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen?« »Nein«, bestätigte er tonlos, und fühlte doch genau, wie seine Wangen zu brennen begannen. Was konnte noch peinlicher sein? Aber sie reagierte völlig anders, als er befürchtet hatte. Sie lachte ihn nicht aus. Nein, sie lächelte ihn an. »Dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich irgendwas verkehrt mache, nicht wahr?« fragte sie leichthin, obwohl ihr plötzlich unerklärlich heiß war. Es war für ihn ebenso neu wie für sie. Was für ein faszinierender Gedanke. »Nein, überhaupt nicht«, bestätigte Severus, aber seine Stimme zitterte dabei. Sie hob eine Hand und strich ihm ganz sanft über die Lippen. Er schauderte, und Hermines Atem beschleunigte sich. Da war es wieder, dieses Sehnen. »Ich will dich fühlen, Severus.« Wie heiser ihre Worte klangen. Sie trat einen Schritt zurück und löste die Spange, die seine Robe zusammenhielt. Er schleuderte sie förmlich von sich. Aber als Hermine begann, sein Hemd aufzuknöpfen, zuckte er zurück
und verkrampfte sich zusehends. »Wovor fürchtest du dich so sehr?« Ihr Blick war zärtlich und weich und zugleich so verführerisch, dass sein Körper mit aller Macht darauf reagierte. Er begehrte sie so sehr und hatte doch schreckliche Angst, sich ihr in all seiner Hässlichkeit zu zeigen. »Ich bin nicht wie die anderen«, flüsterte er mühsam. Sie leckte sich über die Lippen und das Funkeln ihrer Augen vertiefte sich, wie dunkel ihre Pupillen mit einem Mal waren. »Welche anderen?«, fragte sie. »Diese Stimme, dieser Blick.« Ihre Finger griffen wieder nach seinem Hemd. »Krumm«, stieß er hervor. »Und Weasley«, sie warf den Kopf in den Nacken und lachte leise. Wie heftig die Ader an ihrem Hals pulsierte, ob ihr Herz ebenso raste wie seines. »Nein«, erwiderte sie, »so bist du nicht«, und zog mit einem Ruck sein Hemd aus der Hose. Dann schob sie beide Hände darunter und streichelte seine Haut. Er hätte schreien mögen, so unerträglich schön war ihre Berührung, so sanft und fordernd zugleich. Die Sinne drohten ihm zu schwinden vor Wonne, doch ihre Augen fesselten ihn, hielten ihn davon ab, seine eigenen zu schließen. Ein Feuer loderte darin, versengte sein Herz. »Du bist einzigartig«, fügte sie hinzu, und mittlerweile war ihre Stimme so heiser und rau, dass er sie kaum wiedererkannte. Ihre Finger hatten seine Brust erreicht. Wie ein Stromstoß durchzuckte es ihn. Alles Blut schien sich in seiner Mitte zu sammeln. Hermine drängte sich an ihn, rieb sich an seiner Härte, und diesmal konnte er den Laut nicht unterdrücken, der sich in seinem Innern löste. Kehlig und dunkel war sein Stöhnen, brach aus den tiefsten Gründen seiner Seele hervor, riss Hermine mit sich in die höchsten Sphären der Lust. Keine Sekunde länger konnte sie warten, wollte sehen, fühlen, berühren. Wie von selbst glitt ihr Zauberstab aus dem Ärmel, ein stummer Zauber, und beide waren nackt. Für einen schrecklichen Augenblick befürchtete sie, zu weit gegangen zu sein. Wie erstarrt stand Severus vor ihr, die Augen schreckgeweitet. Sie hielt seinen Blick fest, sah nur in sein Gesicht, während sie nach seinen Händen tastete. »Berühr mich«, flüsterte sie. »Bitte.« Er wollte es so sehr, ganz deutlich konnte sie es fühlen, aber er schien wie gelähmt, unfähig, auch nur den kleinen Finger zu rühren. Ganz sacht zog sie seine Hände nach oben, legte sie auf ihre Brüste. Sie war nicht gefasst auf die heftige Reaktion ihres eigenen Körpers. Seine kühlen Finger auf ihrer sensiblen Haut lösten Wellen der Erregung in ihr aus. Unerträglich war seine Starre mit einem Mal. Er sollte sie streicheln. Warum tat er denn nicht? »Bitte!« Wie ein Schluchzen klang es, als hänge ihr Leben davon ab. Und endlich verschwand die grauenvolle Angst, und er war wieder imstande zu fühlen. Die weiche Haut unter seinen Händen drang in sein Bewusstsein, so wunderbar warm und geschmeidig. Unendlich vorsichtig strich er darüber. Wieder schluchzte sie auf, aber diesmal war es ein so glückseliger Laut, dass jegliche Hemmung von ihm abfiel. Sie genoss seine Berührung mit allen Sinnen, sehnte sich nach mehr. Fordernd drängte sie sich ihm entgegen. Zögernd umschloss er ihre kleinen Brüste und ließ seine Daumen über die harten, verlockenden Spitzen gleiten. Hermine stöhnte vor Lust. Ihre Beine begannen zu zittern, gaben nach. Severus fing sie auf, nahm sie in seine Arme und trug sie ins Zelt. Er bettete sie auf das Lager, das sie bereits einmal miteinander geteilt hatten. Dann sank er neben ihr auf die Knie und betrachtete voller Ehrfurcht ihren jugendlichen und doch so ungemein weiblichen Körper. Sie wirkte völlig entspannt
obwohl sie mit Sicherheit seine Blicke deutlich fühlte. Ihre Augen waren geschlossen, und er wusste, sie würde die Lider erst wieder öffnen, wenn er sie darum bat. Und plötzlich wollte er nichts mehr, als dass sie ihn ansah, wollte die herrliche Erregung in den braunen Augen wiedersehen, auch wenn es bedeutete, sich ihren Blicken zu stellen. Nicht zögern, befahl er sich selbst, nicht denken. Er beugte sich zu ihr hinab, berührte ihre Lippen ganz sacht mit seinen. Sieh mich an. Es war gesagt. Noch sah sie ihm nur in die Augen, aber dabei würde es natürlich nicht bleiben. Entschlossen stand er auf. Sie griff nach seiner Hand und er umklammerte sie unbewusst wie einen rettenden Anker. Aber sie senkte den Blick nicht, sah ihm offen ins Gesicht. Du bist der erste Mann, den ich so sehe, Severus. Und du sollst der einzige bleiben. Ein zartes Schimmer überzog ihre Wangen, als sie den ungläubigen Ausdruck in seinen Augen erkannte. Es waren nur Küsse, und ich habe absolut gar nichts dabei empfunden. Victor hat es natürlich bemerkt. Er hatte ja jede Menge Erfahrung. Sie lachte, aber es klang eigenartig in seinen Ohren, gezwungen. Bei Ron habe ich mich dann einfach verstellt, hab so getan, als würde es mir gefallen. Das war falsch. Ihr Blick wurde ernst, sehr ernst. Bei dir war es vom ersten Moment an anders. Es ist echt, Severus, und so tief und stark, dass es nichts auf dieser Welt geben kann, das diesem Gefühl gleichkommt. Und deshalb, jetzt lächelte sie, und es war das ehrlichste und berührendste Lächeln, das ihm jemals zuteil geworden war. Wirst du für mich immer der schönste Mensch auf Erden sein? Also hör auf, dich zu fürchten. Ihr Lächeln veränderte sich, wurde zum schelmischen Grinsen. Und wenn du noch einmal abfällig über den Mann sprichst, den ich liebe, dann lernst du meine dunkelste Seite kennen. Und dann senkte sie den Blick.